Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Life in Bunker. Ich begrüße euch alle da draußen. Wir versuchen hier unseren kleinen Bunker der Liebe und der Leidenschaft hochzubekommen. Schauen wir mal. Ich guck gerade mal, was wir noch machen können. Also unser Mechaniker, der eine, den wir haben, der kümmert sich halt wirklich um alles, ne? Also der ist auch vollumfänglich hier am Machen. Ne, wir haben zwei. Ich lüge euch gerade an. Gucken wir gerade, was haben wir hier noch? Ja, nee, das passt soweit. Das schaut gut aus. Auch insgesamt von der Sauberkeit her wird es besser. Hier wird auch ganz schön viel rumgeschraubt und gemacht und getan. Das ist auch in Ordnung. Essenstechnisch halten wir uns gerade relativ gut die Waage. Was wir allerdings bräuchten, sind mehr Mitarbeiter, mehr Arbeitskräfte. Die Gesundheit von... Warum bist du so schwer? Achso, du hast keine Verletzung, du bist einfach nur angeschlagen. Na gut. Okay, wir kriegen jetzt wieder neue Leute rein. Okay, da können wir jetzt die ersten wieder umswitchen zu Arbeitskräften. So, da werden die nächsten wieder fertig. So, immer schön am Laufen halten, die Welle. So, hier machen wir den nächsten Mechaniker, so ein Blödsinn. Ich habe heute mal einen Blödsinn drauf. Natürlich den nächsten Wissenschaftler, ganz klar. Und hier den nächsten Mechaniker hier unten. So, okay, jetzt sollte das alles von der Gesamtversorgung hier funktionieren. Ich warte noch mindestens, bis ich 5 Mann zusammenbekomme. Hat den einfachen Grund, ich werde hier hinten einen größeren Raum aufbauen. Das heißt, wir gehen hier rüber und hier hinter... machen diesen Teil noch weg und machen den Raum halt etwas größer, als er jetzt bisher war. Dann werden auch sehr viele Leute hier hinterlatschen und natürlich sich mit den Molemen schlagen, die auf dem Weg dorthin sind. Wir müssen allerdings schauen, dass wir das da hinten zum Laufen bekommen. Das heißt, ein Ingenieur wird auch noch auf dem Weg dahinter sein. Das heißt, wir sollten da ganz schnell soweit sein, dass wir da dann mit großen Mengen an Bewohnern gleich rangehen an die Sache. So, die Gesundheit wird hier überprüft. Hast du irgendwas? Ein Virus? Oh, ein Virus hat er sich eingefangen. Ist aber schon in Behandlung. Ist schon weg. Ist schon fertig behandelt. Och, das ist ja toll. Ich beschleunige nochmal schnell. Aber nur mal kurz. Neue Kids kommen wieder an den Start. Da legen wir natürlich auch gleich wieder nach. So, wir lassen es ein bisschen schneller laufen. Das Gute ist, die Ingenieure haben diese ewig lange Auftragsliste jetzt so weit abgearbeitet, dass sie wieder schnell auf große Sachen reagieren können. Einziges, was mir Sorgen macht, ist, dass die Anzahl der Köche sich wieder mit dem Versorgen von den Leuten hier ein bisschen ins Gehege kommt. Wie viele? Wir haben 2 Köche. Das ist auch in Ordnung so. Ich schaue jetzt einfach mal. Wir schauen einfach mal, wohin wir kommen, wie weit es geht. Gucken wir mal. Ja, für einige von euch, die haben es mit Sicherheit schon bemerkt, ich probiere jetzt heute wieder neue Qualitätsstufen aus. Das heißt, ich werde meine ganzen Videos, alle jetzt, die jetzt kommen werden, auf 1440p zur Verfügung stellen. Einfach um damit den besseren YouTube... die bessere YouTube-Qualität zu erhalten. Das ist so eine Schwellenstufe. Full HD macht ja jeder. Und ab 1440p gewährt euch YouTube sozusagen die Möglichkeit, dass YouTube selber eine neue Codierung intern verwendet. Und damit schauen die Videos nicht mehr so zusammengewürfelt aus, wie sie vorher bei 1080p sind. Das liegt einfach daran, dass YouTube natürlich will, dass die Videos von der Qualität her, von der Leistung her besser werden. Und dadurch natürlich diejenigen, die das leistungstechnisch auch bereitstellen können, mit ein bisschen besserer Qualität eben unterstützen möchte. Ich probiere das jetzt aus, das ist nicht in Stein gemeißelt, es kann auch sein, dass ich von dieser Technik wieder abweiche, aber ihr seht auf jeden Fall zu den letzten Folgen vor, die halt nur auf 1080p gerendert waren, könnte es sein, dass ihr jetzt eben feststellt, Achtung, da ist ein bisschen mehr Luft drin, ja, das ist ein bisschen besser. Wenn ja, wenn ihr das so seht und ihr sagt, hey, das ist, macht irgendwie den Eindruck, als wäre es jetzt echt qualitativ richtig viel besser, dann könnt ihr mir das doch mal einfach schreiben. Also ich würde mich freuen über das Feedback, weil ich mache mir da ja wirklich viele Gedanken und
überlege, wie kriege ich das hin, dass es vielleicht auf YouTube noch ein Ticken geiler aussieht. Und bin mir da auch immer nicht so ganz sicher, was ich da eigentlich jetzt mache. Und deswegen wäre ich dankbar drum, wenn ihr mir schreiben könntet, ob das cool ist oder ob das nicht cool ist. Ja? Aber das, wie gesagt, bin gespannt. So, wir müssen jetzt natürlich unsere Mallmen vermehren sich hier wie sonst was und vor allem da, wo es echt nicht sein muss. Wir werden jetzt dann gleich anfangen, wenn dann die nächste Ladung an Arbeitskräften ist, werde ich hier wieder diese Tür aufstemmen. Ich lasse den aktivierten oder den automatischen Modus jetzt auf jeden Fall aus. Was ich auch machen werde, ist diese Tür energietechnisch abschalten, damit die Molemen hier nicht durchwandern können. Damit wir wenigstens Stück für Stück unsere Gebiete zurückerobern könnten. Ich hätte es von vornherein so machen sollen, dass ich hier wirklich auch diese Fliesen dicht mache. Einfach weil die Molemen halt durchkommen. Ohne Ende sogar. Das heißt, hier wird auf jeden Fall eine Fliesenarmada fällig werden. Und dann machen wir das Ding, machen wir sauber. Machen wir Raum für Raum, wie vorher auch. Aber bevor es soweit ist, müssen wir natürlich auch gucken, dass wir unseren Leuten wieder natürlich die Berufe so zuweisen, dass da auch wirklich dann viele Leute auf einen Schlag hinterrennen. Gucken wir mal. Essenstechnisch schaut es ganz, ganz gut aus. Auch Köche sind jetzt genug da. Die Tische haben zum Teil Essen. Was sie nicht haben, ist besseres Essen. Da werden wir uns hier drüben noch ein bisschen dran ranwagen. Das heißt, hier kommt nochmal ein eigener Bereich nur für verschiedene Lebensmittel rein. Und natürlich Kühlschränke werden wir auch brauchen. Die werden wir dann hier an den Anbau noch mit ranbauen. Also ihr seht schon, da sind noch Pläne für die obere Etage allein schon da. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich echt mal gespannt, ob man das so hinbekommt, dass es auch richtig geil wird. Aber bis dahin dauert es natürlich noch ein bisschen. Und wir werden natürlich auch schauen, dass wir diesen Bereich hier jetzt dann gleich mal unter die Lupe nehmen, ein bisschen angreifen, ein bisschen loslaufen lassen. Da werden jetzt ein Haufen Kids gerade fertig. Und da sollten wir jetzt langsam ein bisschen aufpassen. Ich werde jetzt nur noch eins nachholen, auch keine bestimmte Profession, aber pro Gerät. Wir werden dann natürlich auch gucken, dass wir vielleicht hier unseren Embryonenbrüter noch mit reinmachen und vielleicht dann noch ein paar Kühlschränke, ich weiß es noch nicht, Versorgungsräume vielleicht. Ich würde vorschlagen, wir öffnen jetzt diese Türe. Dann kommen jetzt unsere ganzen Arbeitskräfte da rein und schlagen sich natürlich mit dem Moleman. Und hier hinten geht es dann voran. Und hier werden die Moleman-Löcher werden zugemacht. Das ist die oberste Priorität scheinbar. So, wir kriegen wieder neue Arbeitskräfte. Da können wir auch wieder einen dafür machen, einen dafür. Hier können wir einen zum Gärtner umbauen. Gut, ansonsten schaut es wieder fein aus. So. So, hier machen wir das jetzt drauf. Dann kommen die Bodenplatten noch rein. Dann schaut die Sache insgesamt. Hier zumindest kann kein Moleman mehr rein. Das Ding ist safe soweit. Jetzt müssen natürlich nur noch ein Ingenieur hier hinten ran und schauen, dass er das hinbekommt. Und damit ist diese Geschichte mit dem Baumaterialien auch endlich mal vom Tisch. Gut, großer Luftreiniger, das wäre auch eine Möglichkeit, dass wir hier Luftreiniger noch mit reinstellen. Wir brauchen auf jeden Fall einen. Ich schalte mal schnell eine von den Raffinerien wieder an, einfach um schneller ein bisschen Baumaterialien rauszubekommen. Wir werden für den großen Luftreiniger mit Sicherheit ganz, ganz viel an Baumaterial brauchen. Gar nicht mal so. Betondecke, okay. Da können wir mal hier so ein bisschen Bereiche leer machen. Schrauben da eine Betondecke drauf. Beton, okay. So. So, dürft ihr gleich drauf bauen. Wie schaut es da hinten aus? Haben die das jetzt eigentlich fertig gemacht oder nicht so? Doch. Okay, mittlerweile läuft das schon. Jetzt schalte ich erstmal wieder das aus, solange wir es nicht brauchen. Können wir das nämlich ein bisschen sparen, dann geht es, wenn wir wirklich Rohstoffe brauchen, schneller. Weil wir noch nicht so viel haben zum schnell nachgenerieren. Okay. So, pass auf. Obst, Gebüsch, Aquarium, Getreidefeld. Oh, da wird es so super, wenn das mal richtig läuft. Schade, dass wir nicht die Kantine noch deutlich aufbessern können.
So, machen wir hier mal einen hin und hier nochmal einen. Zwei Luftreiniger. Die werden natürlich auch Energie fressen ohne Ende, da bin ich mir ziemlich sicher. Und vor allen Dingen Wasser brauchen die, glaube ich, auch. Oder brauchen die nur Strom? Ne, die brauchen auch Wasser. Das heißt, auch allein mit der Wasserleitung müssen wir dann wieder rankommen. Aber die leiten wir hier einfach durch. Machen wir das mal so. Und Strom können wir ja zum Glück von hier schnell verlegen. Ein Teil nur. So. Okay, ich versuch mal, jetzt Wasser müssten sie haben. Okay, Strom leiten wir auch ran. Und Wasser kann sein, dass das jetzt ein bisschen knapp wird. Die Pumpen sind ziemlich am Limit. Ja, die Pumpen sind am Limit. Das heißt, wir brauchen eine neue Wasserreinigung. Und das ist eine Sache, die ist teuer. So, pass auf. Jetzt zeigen wir mal her. Was kostet eine Wasserpumpe nochmal? 2,50, seht ihr schon. Da wird allein. Und eine Betondecke brauchen wir dafür. Dann bin ich der Meinung, dass wir hier Wasseraufbereiter hinbauen sollten. Also mal ein bisschen mit Platz. So, machen wir hier eins, zwei. Zwei Wasserpumpen auf jeden Fall. Drei sollten eigentlich, beziehungsweise vier sollten eigentlich werden. Auf eine Betondecke können wir das locker flockig draufstellen. Wenn wir eh schon eine Betondecke aufheben, dann werden wir das auch so machen. Zack, und so schnell kann das alles gehen. Jetzt müsste man natürlich hier den Weg auch noch sauber machen. Und solange wir den immer mehr zuwuchern lassen, haben wir dann ein Riesenproblem auf Dauer. So, die Tür läuft. Und die geht auch in Automatikmodus. Das ist auch gut so. Jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, okay, wir wollen ja sowieso hier eine Wand reinziehen. Und nicht nur die Wand, sondern wir wollen auch das zusätzlich aufgraben. Bis hier runter. Dann kommen hier sowieso Leute ohne Ende reingerannt. So, weil dann fangen wir nämlich auch gleich an, uns zu überlegen, beziehungsweise weil wir es ja eh brauchen, dass wir hier Bodenplatten reinbauen. Dann, wie gesagt, sobald wir das haben, rennen dann sowieso sau viele hierher. Und dann sperren wir das hier noch zu. Indem wir dann hier noch eine Türe ranbauen. Aber dazu müssen wir natürlich hier erstmal sauber machen. Okay, alles klar. Dann würde ich vorschlagen, lasst uns mal kurz warten. Wir haben doch bestimmt noch wieder neue Leute bekommen. Okay, einen, der das machen kann. Einen, der noch sauber macht. Wieder einen, der das macht. Ich habe ein bisschen Panik gerade, dass mir die Küche irgendwie ausgehen. So. Okay. Ich öffne mal die Türe. Wenn da einer durchrennt jetzt, dann müssen wir schnell sein. Ja, das kann jetzt viele Leute das Leben kosten. Ich hoffe, die sind... Oh, oh, oh. Oh, da hat's einen das Leben gekostet. Das war ein hartes Verlustgeschäft. Ich stelle die Tür in Automatikmodus rein. Boah, das ist heftig hier. Okay, nachdem wir hier eh schon wissen, was da raus wird, können wir ja auch hierher gehen und eine Wand ranziehen. So. Das sollte auch alles passen soweit. Die Wand werden wir hier auch bis darüber erweitern, vermute ich mal. Soweit ungefähr. Dann bauen wir hier noch eine Fliese rein. Okay, ich probiere das jetzt, ob wir das hier so zubekommen, wie ich mir das wünsche. Also allein um die Moleman erstmal auszusperren, brauchen wir hier diese Wand. So, und alles Weitere sehen wir jetzt gleich, wie wir das mit der anderen Wand hier reinbauen. Mit der Türe meine ich natürlich, die Einzeltüre. Die können wir halt wieder nicht hier hinsetzen, weil hier noch Dreck ist. Und das Ding müssen wir natürlich dann separat zumachen. Aber da können schon mal nicht ganz so viele Molemen mehr entstehen.
Richtung Lift. In der Zwischenzeit, ah, da fehlen noch Platten, schau an. Das, weil das werden wir jetzt nicht mehr riskieren, dass hier so viele jetzt auf dem Weg sind. Okay, wir brauchen Produktion. Da mal das Ding. Müllrecycler haben wir noch genug. Und jetzt gucke ich mal gerade, wie weit wir hier mit den Versorgungsdingern sind. Stromleitung ist bis dahin tatsächlich sogar schon gelegt worden. So weit sind die hier schon. Und hier können wir jetzt die Türe reinsetzen. Das ist doch super. Können wir eigentlich auch eine große machen. Ja, machen wir eine große da rein. Das kostet auch ein bisschen mehr, aber das macht jetzt gerade nichts. Die müssen wir natürlich auch, wenn dann alle draußen sind, hier gleich abschalten. Beziehungsweise auch hier können wir eigentlich schon eine direkte Wand ziehen. Auch das hilft schon ein bisschen. Und da müssen wir natürlich dann da auch nochmal aufmachen. So. Jetzt kommen da mehr Rohstoffe rein. Sauerstofflevel schaut gut aus, aber hilft nicht mehr ganz. Die Betriebsmittel, ja doch, wohl. 44. Schaut noch gut aus. Ach, wir haben ja die Generatoren, die neuen, am Laufen. Aber da kommt zu wenig Wasser an. Das ist schwierig. Lass uns mal noch zwei Ladungen Brut nachziehen, weil ich glaube, die Leute werden immer älter jetzt gerade wieder. Schauen wir mal von oben rein. Nee, wir brauchen. Ich muss vielleicht auch wieder ein paar Leute auf Koch einstellen. Müssen wir mal schauen. Wir brauchen dringend eine neue Wasserpumpe. Die haben wir in 100 Baustoffen. Aber das und noch vieles mehr in der nächsten Folge, meine Lieben. Bis dahin wünsche ich euch natürlich nur das Beste. Ich baue hier noch eine Wand rein. Einfach zur Sicherheit. Damit nicht wieder einer irgendwo reinlatscht. So. Und hier wird auch fleißig schon gebaut. Und dann haben wir nämlich da auch schon mal das Risiko, dass da irgendjemand versehentlich oder dass sich vielleicht zu viele auf da ausbreiten. Das haben wir dann alles getilgt. Genau, weil jedes bisschen, was wir da bauen, verhindert natürlich Molemen, die reinkommen. Natürlich kann hier irgendwo immer mal wieder was entstehen, wie hier. Aber das ist dann eher so die Ausnahme wahrscheinlich. Auch hier vielleicht ein neuer Schlafessbereich. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, bis dahin danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen und hören uns eventuell in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.